Das Graben eines Brunnens ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Siedlungsraumes. Was früher noch mit Schaufeln und Spaten erledigt wurde, erfolgt heute mit Hilfe modernster Bohrtechnik. Und genau darauf ist die Firma Bohr- und Metalltechnik Taxa, kurz BMT, spezialisiert. Insbesondere durch die ständig steigende Nachfrage an Erdwärmesonden für eine umweltfreundliche Heizungsvariante. Die Erdwärme kommt eigentlich mehr oder weniger direkt vom Erdkern an die Oberfläche. Weil durch Druck entsteht einfach Hitze und die übertragen sie dann über das Gestein schön langsam von der Mitte vom Kern Richtung Oberfläche von der Erdhülle. Deshalb ist eigentlich das schon eine nachhaltige Energiebasis, weil das geht nicht aus. Wir nutzen die Erdwärme in dem Sinn, dass wir einfach Bohrungen zwischen 80 und 120 Meter abtäufen. Da werden dann BE-Schläuche eingebaut, die unten eine Verbindung haben, die einen Ausstieg drauf haben. Und da zirkuliert einfach ein Frostschutzmittel. Und anhand von dem Frostschutzmittel wird die Wärme, die Erdwärme, übertragen und läuft dann über die Wärmepumpen und da wird es umgewandelt in eine höhere Temperatur. Das Land ist dahinter mit der Energiestrategie. Bis 2050 möchten sie die fossilen Brennstoffe wegbringen. Und somit ist eigentlich mein Schritt festgelegt gewesen, dass das eigentlich schon eine gute Zukunft hat. Die Nachfrage nach der Dienstleistung von Nikolaus Taxa wächst ständig. Denn seine 2016 gegründete Firma steht für Qualität, Sauberkeit und eine termingerechte Ausführung von Tiefenbohrungen. Nikolaus Taxa weiß, was einen erfolgreichen Jungunternehmer auszeichnet und was er will. Meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, wo ich eigentlich arbeitstätig bin, irgendwann schläft der Firma ein bisschen leid, da ist der Vortrieb, wird immer ein bisschen weniger. Nicht? Und vielleicht hat uns auch immer den Anreiz, etwas Neues probieren, nicht immer die Energie dazu. Und das, schätze ich, macht oft einen Jungunternehmer aus, dass der oft gefragt ist. Wenn du so weiter wächst wie zurzeit nicht, wird das sicher weitergehen. Irgendwo mal vielleicht sogar eine 10 aufgestellt oder so. Je nachdem, ist sicher wirtschaftsabhängig, sage ich mal. Zukunftswünsche auf jeden Fall, dass sich die Firma stabil entwickelt. Und ich hoffe, dass sie so weiterläuft wie bis jetzt. Das war eigentlich das Wichtigste, was ich für die Zukunft hoffe. BMT arbeitet im Sinne der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Und wenn sich die Auftragslage so entwickelt wie bisher, dann steht einem gesunden Wachstum nichts mehr im Wege.